Und willkommen zurück zur 31. Folge Resident Evil 7. So, wir haben jetzt den harten Teil hier hinter uns gelassen. Ich hoffe mal, ich bin ja gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Hier ist auf jeden Fall eine Holztüre. Und ich würde mich freuen, wenn er bei der Serie dabei bleibt. Und vielleicht am Ende auch von der Folge mir ein Abo dalasst oder auch ein Like oder auch ein Kommi. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Alles klar, ich glaube, wir sind jetzt im alten Haus wieder. Hier war das, hier, genau, hier war die Puppe. Wir sind praktisch durchs Salzbergwerk wieder in dem Haus drin. Okay. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Okay, ich glaube, wir sehen jetzt Mias Erinnerungen durch einen anderen Blickwinkel. Okidoki. Genau, das ist E001 und das, glaube ich, ist Evelyn. Evelyn E. Okay, hier ist zu. Freut mich auch, da brauche ich da nicht lang gehen. Gibt es bloß einen Weg. So. Okay. Oh mein Gott, wir gehen jetzt hier hoch, wo wir das erste Mal angesprungen sind. Wo uns sie das erste Mal angesprungen hat. Die Mia. Okay. Okay, wir sehen jetzt die Erinnerung. Das war, glaube ich, in der dritten Folge. Aha, sie wird gesteuert von der Evelyn. Mia. Okay, alles klar. Das ist deine Schuld. Ja, ich weiß. Warum sehe ich das? Okay. Oh, what the fuck. Ist okay, ich bin's. Das war, das haben wir schon mal erlebt. Töte ihn, Mami. Jetzt wissen wir auch, wie es dazu gekommen ist, anscheinend. Okay, alles klar. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Okay. Wir schauen uns noch auf der unteren Ebene weiter um. Okay, wir können nichts mit nichts mehr interagieren. Okay. Wird einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht. Gesäß. Ich spiele nicht. Okay. Nein, schaff das weg von mir! Ich sterben! Okay, sie zieht uns anscheinend nichts ab. Das ist bloß die Erinnerung anscheinend. Lass mich! Okay, wir haben keine Energie verloren. Okay, was macht die Puppe da? Die Puppe hier. Okay. Ich weiß jetzt eben nicht. Brauchen wir das Mittel jetzt hier irgendwie? Ein besonderes Serum zur Beseitigung von E-Serie-Individuen. Vielleicht kann es Evelyn vernichten, wenn man es injiziert. Okay. So.
So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Schauen wir uns hier oben mal um. Weil nämlich da oben war doch auf dem Dachboden, konnte man doch... Oh. Ja, komm. Na gut, ruhig. Auf oben auf dem Dachboden war doch der Ausstieg durch die Fensterluke da. Vielleicht kommt man jetzt da oben raus. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns jetzt an. Genau. Schauen wir mal, ob wir das Serum initiieren können. Komm. Okay, der macht's selber. Er macht es selber. Ah, habe ich doch gewusst, dass es Evelyn ist. Warum hassen mich alle? Alter, ist die hässlich. Bah. Oh mein Gott! Ich hab keinen Plan, Leute! Schieß mit denen in die Fresse! Oh, ist die hässlich, Mensch! Bin noch voll. Oh. Wow. What? Okay, neu starten. Frau Evelyn, können Sie nicht fliegen. Greifen Sie wiederholt an und versuchen Sie, ihr aus dem Weg zu gehen. Okay. Und dann schauen wir jetzt... Okay, der Flammenwerfer hat mir da gar nichts gebracht. Muss irgendwas anderes reinpumpen. Du. Das Problem ist, ich habe nicht mehr viel. Fast keine Munition mehr. What? What? Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Ja, ich Yeah.
Beeil. Lalalalalala. Komm her. Kann nichts machen. Egal. Was ist denn los? Ich kann nicht nachladen, Mensch. Ich wollte nur eine Familie. What? Oh, ist jetzt endlich tot, Mensch. Oh, was ist das? Eine Knarre? Nimm doch die! Komm, zieh! Alter, ist das für eine Bumme, ey! Los mit den Spielchen! Ja, Baby, verpiss dich! Ist die jetzt endlich down? Boah! Okay, ich kann mich umsehen. Kann mich aber nicht bewegen. Trophäe erhalten. Nichts riskieren. Haben wir es jetzt durchgespielt? Der Albtraum ist endlich vorbei anscheinend. Ende der Nacht. Ich glaube, Leute, wir sind durch. Oh, Chris Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Vom ersten Teil. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Oh, Mia ist auch da? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Oh, Umbrella. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Resident Evil Biohazard. Go tell Aunt Rhody. Go. Okay, Leute, damit würde ich sagen, wir haben es durchgespielt. Ich lasse auf jeden Fall noch den Abspann laufen und ich wollte mich auf jeden Fall bei allen Zuschauern bedanken, die mich hier so gut unterstützt haben. Hat mir riesen Spaß gemacht, dieses Projekt. Vielleicht werde ich nochmal ein Let's Play machen, aber dann werden wir nicht die Mia retten, sondern die Zoe.
Aber jetzt will ich erstmal sagen, warten auf jeden Fall noch andere Projekte. Auf uns bleibt auf jeden Fall auf dem Kanal. Schaut zu. Und unterstützt sich weiterhin so. War echt super von euch. So, aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Abspann noch an. Mit der Auflösung, wie lange ich jetzt gebraucht habe, ob ich irgendwas freigeschaltet habe jetzt noch für den nächsten Durchgang. Sehr geiles Spiel, gehört auf jeden Fall auf meine Bestlist für dieses Jahr sogar schon. Einer der nächsten Projekte wird auch Horizon Until Dawn, glaube ich, oder irgendwie so heißt es, sein. PS4 exklusiv. Und natürlich auch Dark Souls 3, das zweite Add-on, wenn es rauskommt, das ist ja eher auf PvE wieder aus. Bin ja nicht so der PvP-Spieler, deswegen freue ich mich schon riesig auf das zweite Add-on. Können es leider nicht überspringen.
Thank you.